Hightech am Ortseingang von Ganakesee. Dort hat der Netzbetreiber EWE Netz am Freitag seinen 200. sogenannten regelbaren Ortnetztransformator in Betrieb genommen. Bereits 7 der grünen Hightech-Kästen stehen im Gemeindegebiet. Weitere 5 sollen folgen. Insgesamt investiert die EWE Netz in Ganakesee dafür rund 300.000 Euro. Die neue Trafo-Generation ermöglicht beispielsweise eine verstärkte Einspeisung von Solarstrom. Bis zum Jahresende will EWE Netz mehr als 300 der regelbaren Ortsnetztransformatoren ins Stromnetz zwischen Ems und Elbe einbinden.